Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed 3, die Tyrannei des Königs George Washington oder Washington. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu entscheiden solltet. Ich fühle mich an der Stelle natürlich einfach nochmal ein bisschen, keine Ahnung, ich fühle mich immer so ein bisschen, als müsste ich mich dafür entschuldigen, dass ich manchmal ein bisschen angepisst bin von dem Spiel. Das habe ich auch schon in Kommentaren getan unter den Videos, dass ich mich da entschuldigt habe, weil in der Regel versuche ich ja eigentlich immer positiv zu sein. Und mit einem positiven Mindset ans Spiel ranzugehen. Aber manchmal, ich meine, viele dieser Bugs, die man hier haben, die gab es auch schon in der originalen Version, so ist es nicht. Ein paar kleine, naja, nehmen wir es mal Spinnereien und so Sachen hier zum Beispiel, ne, dass ich jetzt gerade nicht runterspringen kann nach vorne. Das gab es auch im originalen Spiel. Da hat es mich aber nicht so sehr aufgeregt, weil die Bugdichte halt geringer war, als es jetzt hier im Remaster der Fall ist. Und ich mir halt denke, warum? Warum ist das Spiel jetzt verbuggter als damals? Und das ist halt mein Problem, glaube ich. Und deswegen bin ich halt ein bisschen angepisst manchmal. Es tut mir wirklich leid, wenn das den einen oder anderen vielleicht stören mag. Bis jetzt ist das DLC, glaube ich, einigermaßen positiv, bis auf diese eine Mission, die wirklich nervig war, aber... Na gut, wir haben erst zwei Missionen gespielt, gefühlt. Also, ich glaube, nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich zwei Missionen. Oder? Ja, wir haben tatsächlich erst zwei Missionen gespielt. Eine war schon... Na, und ich glaube, die hier wird auch nicht ganz, ganz angenehm, wenn ich mich richtig erinnere. Aber schauen wir einfach mal. Schauen wir mal, was auf uns zukommt hier bei dieser riesigen Trauerweide. Ich meine mich zu erinnern, was hier auf uns zukommt, aber schauen wir einfach mal. Die Himmelsreise. Nun bist du allein. Wie gefährlich ist es? Jede Reise in die Geisterwelt ist einzigartig. Für einige ist das sehr gefährlich. Du wirst deine Antworten ganz oben in der Weide finden. Natürlich dürfen wir nach oben klettern. Gibt es ein Zeitlimit? Nein. Das wäre ja normalerweise so ein Assassin's Creed-Ding, was ich gut finde. Übrigens, Zeitlimits finde ich gut bei so Klettersachen. Ich weiß, manchmal reg ich mich drüber auf, wenn das Parcours nicht richtig funktioniert. Ich denke, nein, nein, das kann ja nicht sein. Aber in sich finde ich die eigentlich immer ganz gut, auch wenn ich mich manchmal ein bisschen darüber aufrege. Aber seid da gewiss, Zeitlimits bei Parcours und so finde ich eigentlich sehr nice, wenn das Parcours funktioniert. Weil ich finde, für mich ist Parcours halt auch ein bisschen, gehört zur Kernidentität des Spiels dazu. Sowas hier zum Beispiel. Ich habe nichts gedrückt. Ich stand oben an dem Ast, habe nichts mehr gedrückt. Ich habe alles losgelassen, aber der hat irgendwie noch einen Input drin gehabt, dass ich nach vorne gedrückt habe und ist dann runtergesprungen. So Sachen nerven ein bisschen, aber gut. Warum müssen wir die Rinde von da oben holen? Oh, er ist weg. Jetzt müssen wir es ganz alleine machen. Auf geht's. Verzeih mir, Mutter. Ich muss mit Washington reden, um das alles zu verstehen. Das ist der einzige Weg. Lustig, dass das Animus-Animationen sind, ne? Macht eigentlich gar keinen Sinn. Weil Connor hat jetzt Halluzinationen, natürlich. Also das ist die Erklärung für das, was wir jetzt sehen. Glaube ich zumindest. Es kann auch sein, dass es irgendwas mit der ersten Zivilisation zu tun hat, aber das glaube ich nicht. Die Wölfe weisen mir den Weg. An der Stelle übrigens kann ich mal ganz kurz schon mal sagen, auch wenn der Trailer vermutlich noch nicht da ist, beim Rutschen keinen Felsen berühren, wenn der Trailer dafür noch nicht da ist, wenn ihr Spiele habt für den Schocktober, ne, also dieser Oktober wird wieder Schocktober kommen, 1 bis 3 Stunden lang wäre ideal, dann schreibt es mir gerne mal irgendwie auf Discord oder so. Mein Discord ist auf YouTube verlinkt.
habe ein bisschen Angst vor der Rutschpartie, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt kommt das Rutschen. Ich hoffe, man sieht die Steine früh genug. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass das nämlich ein Problem war. Bei dieser Herausforderung hier. Gibt es auch ein Zeitlimit? Oder nur beim Rutschen keine Felsen berühren, ja. Oh, ich bin noch... Ich muss den Wölfen folgen. Wo sind die Wölfe hin? Shit. Ich bin den Wölfen nicht gefolgt. Ich habe mein Ziel aus den Augen verloren. Nicht Ziel verloren, aus den Augen verloren wohl eher. Spiel, lüg mich nicht an. Lass mich raten, wir müssen von ganz vorne anfangen. Ne? Das war, glaube ich, das Nervige hier, ja. Naja, wir fangen ganz von vorne an. Und jetzt? Jetzt rutsche ich, aber hier sind keine Wölfe unten, oder? Waren die Wölfe hier unten? Da vorne sind sie. Ja, ich folge euch. Hä? Der ist weg. Der ist da drüben hin. Da kann ich aber nicht hin. Okay, dann müssen wir vielleicht hier oben herklettern. Herzschlag lauschen. Da wird's leiser. Da ist er doch. Boah, das galt jetzt aber nicht als Stein berührt, ne? Nee. Boah. Na, Herzschlag. Der war aber hier, der Herzschlag. Hier höre ich ihn noch. Warum kann ich ihn nicht lang? Ich kann da nicht lang. Ich muss hier hoch, glaube ich. Ach, kommt schon. Das meine ich halt, wenn das verkuscht spinnt. Wie Entfernung verringern. Da ist doch Reckenwolf vor mir. Da ist er gewesen. Haben wir es geschafft? Ich glaube ja.
den Wapiti töten, ohne ihn aufzuschrecken. Ich kann mich nicht bewegen. Nice. Prozent. Geht ja doch beim ersten Versuch. Also, naja, nicht ganz erster Versuch. Wir waren einmal desynchronisiert wegen Ziel verloren, aber das können wir ignorieren. Jetzt haben wir die Wolfskraft. Wunderbar. War das nur ein Traum? Wirklich? Keine falsche Bewegung. Mein Tomahawk, Sie haben es genommen. Ich werde es mir wiederholen. Was waren die optionalen Missionsziele? Noch keins. Kann die Kamera nicht drehen. Jetzt geht's wieder. Niemand wird mich jetzt noch aufhalten können. Das kostet mich übrigens meine Lebensenergie, den Wolfsmantel zu nutzen. Das war nicht alles, oder was? Das war nur ein Teil meiner Ausrüstung, wie es scheint. Ich glaube, ich werde aufgedeckt, wenn die mich sehen, während ich das tue, glaube ich, mit dem Töten. Wenn ich mich richtig erinnere. Nicht. Also der hat es jetzt nicht gemerkt. Ey, der sticht auf seinen Kollegen da ein. Was ist das denn? Ah doch, man sieht mich dann. Aber ich kann mich direkt wieder verstecken. Was sehr praktisch ist.
Ah, die Ausrüstung ist nicht in der Kiste, sehe ich da gerade, steht da. Okay. Falsche Seite. Oh, wunderbar. Die muss ich noch überfallen. Ah ja, Wolfsmantel geht nicht, wenn man läuft. Absolut Imba, wa? Der Wolfsmantel ist schon ein bisschen Imba. Muss man schon sagen, wie es ist. Der ist schon ziemlich, ziemlich nice. So, noch einen müssen wir machen. Ein Mann Wolfsrudel. Radan Hagedorn. Ich bin froh, dich zu sehen. Hallo, mein Freund. Hast du meinen Bruder gesehen? Ich sah ihn zuletzt kurz, bevor ich auf die Rotweide kletterte. Wir verfolgten Blauröcke und verloren uns dabei aus den Augen. Ich fürchte, dass er gefangen wurde. Ich fürchte, du hast recht. War deine Seelenreise erfolgreich? Sehr erfolgreich. Vielleicht hilfst du mir bei der Suche nach meinem Bruder. Alles, was du auf deiner Reise gelernt hast, könnte nützlich sein. Ein so großer Krieger darf uns nicht verloren gehen. Natürlich helfe ich dir. So. Wir haben es fast geschafft. Hier habe ich meinen Bruder das letzte Mal gesehen. Ups. Das Feuer qualmt noch. Sie waren gerade noch hier. Das Blut. Blaue Gewarn hier. Lass uns weiter suchen. Bin ein bisschen verwöhnt von Witcher mit den Spurenfolgen und so. Das sollten wir hier scheinbar nicht tun. Oder wir müssen. Ah, es kann auch sein, dass wir das hier machen müssen. Kann der Hinweis bitte mal da wegkommen? Moment, wenn wir das Waffenrad öffnen, dann. Der Hinweis geht nicht weg.
Und das sind so kleine Dinge, die halt mega nerven. Ich muss das Spiel jetzt wieder beenden und wieder neu starten. Das ist so dumm. Das ist so unfassbar dumm. Und rechts die Anzeigen mit erhalten, die backen auch schon die ganze Zeit rum, ne? Die werden immer wieder angezeigt. Erhalten, 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 erhalten. Da. Ich habe nichts aufgesammelt gerade und trotzdem wird es mir immer wieder angezeigt. Es ist halt schon maximal nervig. Es tut mir leid. Aber dieses Verbackte ist halt echt übel. Der Körper des Alten ist noch warm. Bei dem Wetter kann er eigentlich nicht länger als 2 Stunden tot sein. Ich reg das echt alles ein bisschen auf. Das Ding ist einfach, ich möchte auch ein schönes Let's Play produzieren. Jetzt habe ich in meinem Let's Play überall Text auf dem Bildschirm. Es ist halt dieses typische Ubisoft-Meme mit Elden Ring, wo man Elden Ring gemacht hat mit tausenden von Prompts auf dem Bildschirm. Ja, so sieht Ubisoft aus. Schon allein wegen den verbuggten UIs. Weil die einfach nicht funktionieren, die UIs. Das regt mich halt mega auf. Es ist schwer, darüber zu reden. Aber ich hatte das Glück, den Wolf zu treffen. Vielleicht. Der Bogen meines Bruders. Nun ist es sicher, dass er hier war. Und jetzt dürfen wir jetzt den Hinweis hier oben untersuchen, okay. Nach dem Kampf trieb man die Gefangenen den Hügel hinauf. Mir scheint, du hast die Nase eines Wolfs. Moment, ist das mal ein Moment, um die beiden mit einem Pfeil zu töten? Warum kann ich nicht zielen? Ja. Nice. Wusste gar nicht, dass das geht. Jetzt weiß ich's. Da stimmt was nicht. Könntest du dein Totemtier rufen? Ich glaube, wir werden Hilfe brauchen. Also hatte ich recht. Eine Seelenreise hat dir eine große Gabe verliehen. Das wird uns bei der Suche helfen. Was wollt ihr von mir? Ich hab nichts getan. Gar nichts. Ich hab nur Rehe gejagt. Ihr sucht diese anderen Kerle. Welche anderen? Ein Haufen Soldaten. Ich kenn die. Miese Kerle. Die haben da drüben Rothäute zusammengetrieben. Hatte ein Krieger das Zeichen einer Hand im Gesicht? Du meinst so eine Bemalung auf seinem Kinn? Ja, so ein Kerl war auch dabei. Schwer zu übersehen. Bring uns zu dem Lager. Sicher. Sicher. Was immer die Herren wünschen. Die Wölfe! Nutze sie! Helft mir! Indianer! Um des Königs willen, helft mir! So hilft mir doch jemand! Die werden mich töten! Junge. Warum klappt das nicht? Hä? G.
Die sind gerade alle gespawnt da. Arnold ist ein grausamer Mann. Die Drecksarbeit. Es geht zu weit, sage ich. Leg mich den Wagen. Nun hört schon auf zu jammern, ihr Baby. Wow, das war krass, oder? Das müsst ihr schon zugeben. Bitte lasst da kein optionales Ziel gewesen sein, weil ich jetzt verkackt habe. Aber das war echt eine coole Aktion gerade, oder? Oh. Natürlich kommen jetzt noch ein paar mehr. So, jetzt aber. Was? Achso. Anonym werden, um zu interagieren? Ich bin anonym. Hier ist keiner mehr, der mich sieht. Also, sind alle tot. Mein Bruder. Ich wusste, du findest uns. Aber nur dank Radon Hagedorn. Radon Hagedorn. Wir versprechen dir, uns um diese Leute zu kümmern. Du solltest zur Clanmutter zurück. Sie wird von unserem Abenteuer hören wollen. Nice, 100%. Ich muss es der Clanmutter sagen. Ich glaube, wir sind auch fast am Ende des ersten DLCs, ne? Naja, noch zwei Missionen. Ich hält nichts mehr auf. Na gut. Das DLC ist natürlich ein bisschen gestreckt, dadurch, dass man keine Schnellreise hat. Also, es wird später noch eine Fähigkeit geben, mit der man ein bisschen schneller reisen kann, theoretisch. Aber nicht im Wald, aber woanders. Kann man damit deutlich schneller reisen. Können die mich eigentlich sehen, wenn ich da mit dem Ding durchgehe? Weil die sind ja... Ja, die sind Wölfe. Was kriegen die mit? Die Wolfsfähigkeit bringt da nichts. Ja, ist natürlich blöd mit dem Drücke LB, um das Wolfsrudel zu rufen. Ist natürlich ein bisschen ungünstig jetzt, dass es die ganze Zeit da steht und nicht weggeht. Ich habe das... Oh mein Gott, das machen die doch mit Absicht, oder? Dass man bis hier oben hinkommt und dann den ganzen Weg hier zurücklatschen zu müssen. Weil ich glaube nicht, dass man kann hier nirgends, doch, man kann dahin schnell reisen, man kann zur Mission schnell reisen. Oh, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Oh, jetzt weiß ich es und jetzt ist alles ein bisschen angenehmer. Oh. Hallo. Du bist zwar mein Spirit Animal, aber ist mir egal. So, meine lieben Freunde, das war's aber für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, haltet ihr unsterblich, immer das Beste aus eurem Leben. Und die Anzeige ist weg. Nice, weil wir schnell gereist sind. Genau, haltet ihr unsterblich, immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.